Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Park von Star Wars. Nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir mussten ja den Schrottsammler das letzte Mal noch finden, wo ich ja dann abgebrochen habe, wegen der Zeit und alles. Die Stars hast du nicht gesehen. Gerade als ich ausloggen wollte, habe ich ihn noch gefunden. Der lag genau hier an dieser Stelle. Ne? Und dann habe ich den jetzt noch schnell eingesammelt, also sein Testament. Das Testament konnten wir auch abändern, so dass wir die Rechte an all seinen Sachen haben. Und es sind halt dunkel und so, ne? Ich hätte es auch so lassen können, aber da hätten wir wahrscheinlich einen hellen Punkt gekriegt. Und jetzt schauen wir mal, was wir für das gute Stück bekommen. Mal, wir müssen schneller hier. So. Jetzt gehen wir langsam mal in Richtung Ausgang. Und holen die Belohnung dafür ab. Genau. Hof der Enclave. So. Ich hoffe, die Framerate sinkt nicht schon wieder voll. Hallo meine Lieben, und leider ist es wieder passiert. Ja, die Aufnahme ist abgebrochen, also wieder. Ist jetzt scheiße gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich musste alles nochmal machen. Und jetzt sind wir wieder hier. Ich habe euch also richtig eingeschätzt. Ihr seid ein Ärgernis. Aber vielleicht seid ihr genau das Ärgernis, das wir brauchen. Die Söldner werden noch eine Weile brauchen. Ihr könnt also erst eure Geschäfte erledigen. Oder wollt ihr die Verteidigung jetzt schon vorbereiten? Na, gut. Ich habe die Kinrath-Höhle gesäubert. Das habt ihr. Hier sind die versprochenen Credits. Selbst wenn die Höhlen gesäubert sind, wird es noch eine Weile dauern, bis es auch in der Ebene keine Kinrath mehr gibt. Ihr wart uns eine große Hilfe. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Die Söldner werden noch eine Weile brauchen. Ihr könnt also erst eure Geschäfte erledigen. Oder wollt ihr die Verteidigung jetzt schon vorbereiten? Na, ich denke, dass ich jetzt schon bereit bin. Ich bin bereit, die Schlachtpläne in die Tat umzusetzen. Seid ihr sicher? Wenn wir damit fertig sind, bleibt uns vielleicht keine Zeit mehr, bis die Söldner angreifen. Ich bin mir sicher. Also gut, wir haben viel zu tun. Ich denke, die Söldner haben genau zwei Ziele. Sie wollen mich und die Administratoren töten. Und wenn sie das schaffen, haben die restlichen Siedler nicht den Mumm, etwas gegen sie zu unternehmen. Wie unser Charakter schon aussieht. Fahrt fort. Die Administratorin ist in ihrem Büro in Sicherheit. Die Söldner müssen also an uns und an Kuhn das Verteidigungsanlagen vorbei. Dank euch werden sie es nicht allzu leicht haben. Das wäre dann alles. Wir müssen uns also nur eingraben und auf die Söldner warten. Was wollen wir überprüfen? Machen wir uns bereit. Wenn wir untergehen, geht ganz Dantooine mit uns unter. Ihr seid also der Jedi. Dann seid ihr verantwortlich für die Überraschungen in diesem Kampf. Haltet euch raus. Dieser Streit betrifft nur die Administratorin und uns. Euch nicht. Sie bedeutet mir nichts. Nur tötet sie. Vernünftig. Meine Männer werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Na dann. Die Republik toleriert nicht, was ihr getan habt. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich wollte euch kurz und schmerzlos töten. Aber ihr macht es mir schwerer als nötig. Jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Oh, der kümmert sich anscheinend um die. Sehr schön.
Und jetzt müssen wir uns noch auf dem Weg nach, auf der Suche nach Meister Rook machen. Oh, da ist er. Ich hätte euch schon vor langer Zeit aufhalten sollen. Eure Machenschaften finden hier ein Ende. Ihr habt lange genug gelebt, alter Mann. Genug der Worte. Verteidigt euch oder geht zugrunde. Ah, Leute, dann nehmen wir den mal aus. Chills, Mann. Oha. Bin ich allein? Scheiße. Ah, den schafft er. Alter! Oha! Scheiße. Wir sind gestorben. Okay. Ah. Ich habe eine Idee, Leute. Ich hoffe, die sind da, wenn ich später gegen Meister Rook nochmal kämpfe. Aber das könnte eine gute Idee sein, den hier voll reinzulocken. Ich hoffe nur, dass ich da nicht mit drauf gehe. Das wäre mega, wenn die dann noch da wären. Ist jetzt scheiße gelaufen. Ey, ich hätte nie gedacht, dass der so stark ist. Vorhin habe ich doch viel bessere Chancen gegen den gehabt. So. Ich glaube, ich muss... Oh mein Gott, wie soll ich den besiegen? Der ist ja mega stark. Ach, shit. Ich habe... Ah, Leute. Also nochmal. Also gut, wir haben viel zu tun. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich denke... Ihr seid ein... Ah, so. Vernünftig. Meine Männer werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Ich muss auf jeden Fall abspeichern jetzt noch bei Meister Rook, sonst, ja, das ist blöd. Leute. Diese Aufnahme heute läuft... Die Republik toleriert nicht, was ihr getan habt. Überhaupt nicht so, wie ich geplant habe. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich wollte euch kurz und schmerzlos töten, aber ihr macht es mir schwerer als nötig. Jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Okay, und wir müssen uns jetzt anscheinend... Ich hätte euch schon verlangt... Ah, die sind noch da. Nicht euch zu töten. Genug der... Geil, die Minen sind auf jeden Fall noch da. Speichern. Ey. Ist ja mega. Ey, fick dich, du Bastard. Oh, shit. Er ist zu sehr von sich überzeugt. Das funktioniert. Sieht nur, wie er sein Lichtschwert führt. Das ist der Ataru-Stil. Nicht schlecht. Eine aggressive Technik, die sich vor allem für den Kampf gegen einzelne Gegner empfiehlt. Ihr könnt ihn problemlos ausschalten, indem ihr ihn umzingelt oder mit einem Blaster erschießt. Hütet euch aber vor seinem starken Angriff, da euer Stil diesen noch verstärkt. Denkt ihr wirklich, ihr könnt euch während eines Kampfes gegen mich auf etwas anderes konzentrieren? Haha. Eure Form ist so schwächlich wie die eines Boma. Ich werde euch zeigen, wie man das macht. Denkt ihr, ihr könnt meine Techniken lernen, indem ihr mich beobachtet? Selbst ein Jedi-Meister braucht Jahre, um sie zu perfektionieren. Es dauert Jahre, bis ein Jedi alles gelernt hat, da er von Jedi-Kodex zurückgehalten wird. Das ist unmöglich. Ihr müsst aufgehalten werden. Aha. Junge. Jetzt geben wir ihm den Rest, indem wir ihn hier reinlocken. Oh, der hält sich hoch, der Bastard! Nix da! Oh, war das... Shit! Was in der Missgeburt? Oh, ich fühle mich stärker. Was ist passiert? Die Sith, die Killer, die uns jagen, beherrschen diese Eigenart der dunklen Seite. Sie nähren sich am Leben und an der Macht.
Dadurch gewinnen sie an Stärke. Vorübergehend. So etwas habe ich noch nie getan. Und nicht alle Techniken der Macht kann man erlernen. Dieser Stil gleicht eher einem Instinkt, der durch Erfahrung entsteht. Sie füllen damit die Hohlräume, die einst von der Macht erfüllt waren. Sehr, sehr schön. Dem seine Robe. Okay. Du hast gegen Meister Rook gekämpft und ihn besiegt. Gerade mal schnell abspeichern. Sehr schön. Mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwas hier holen kann. Da komme ich. Oh, cool. Einen Moment schnell. Was ist los? Mal gucken, ob der uns noch was zu sagen hat. Ihr könnt gehen, Jedi. Aber macht uns keinen Ärger. Sonst hole ich mir das Kopfgeld doch noch. Okay, der hat anscheinend nichts mehr zu sagen. Sehr schön. Nun denn. Ziehen wir mal weiter. Es tut mir mega leid, wenn die Aufnahme ab und zu zwischendurch unterwegs abgebrochen ist. Es ist nur so, dass jedes Mal, wenn eine Filmsequenz startet bei Star Wars, aber es ist doch nur bei dem Spiel, ich weiß nicht wieso, bricht die Aufnahme ab. Ja. Nun denn. Boah, der ist auch gestorben, der Händler da hinten. Hat ja echt niemand hier überlebt. Anscheinend können wir da halt echt abhauen. Der ist noch da. Du bist einer dieser verfluchten Soldaten, die Kunda kurz und klein gehauen haben. Ich darf das jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Daran. Hey, General. Ich will mit euch reden. Was ist? Vielleicht wissen die anderen nicht, was passiert, aber ich sehe, was los ist. Und die anderen haben es auch gespürt. Wovon redet ihr? Ihr könnt es nicht verstecken, General. Man muss euch nur ins Gesicht sehen. Ich sah andere Jedi, die so aussahen, im Krieg und auch danach. Es ist diese Frau. Ihr müsst sie verlassen. Sie wird euch zerstören. Ihr irrt euch. Kreia kontrolliert mich nicht. Ich kontrolliere sie. Seid einfach vorsichtig. Ihr wisst nicht, was sie will und sie hat etwas vor. So viel ist sicher. Wolltet ihr etwas Bestimmtes von mir? Habt ihr alle Lichtschwertteile, die ich benötige? Zeigt mir mal, was ihr gefunden habt. Das ist alles. Wie kriegen wir unser Laserschwert? Jetzt müsst ihr nur noch ein bisschen Zeit an der Werkbank verbringen. Welche Art von Lichtschwert möchtest du bauen? Doppelklinge, Einhand. Wir nehmen eine Einhand, ja. Welche Farbe hat dein Fokuskristall? Gelb, Violett oder Rot? Leute, ich nehme trotzdem Violett. Warum Violett? Ich finde die Farbe mega geil. Vor allem, wenn man sie mit Rot kombiniert, dann mit zwei Schwertern. Sehr schön. Oh Mann, Leute, wir haben unser Laserschwert bekommen. Leute, zieht euch das rein. Stellt euch vor, ich gebe das jetzt einfach der Kreia und ich selber nehme nichts anderes. Ja, komm. Die Robe von Rook ist schon mega geil, aber interessiert mich nicht. Dann gebe ich die der Kreia. Fertig. Und dann brauchen wir den... Leute, ey. Nicht schlecht. Na dann, machen wir uns mal wieder auf das Schiff. Wir sind wieder auf der Ebonhawk. Was ist los? Wir haben eine neue Besucherin an unserem Schiff. Ich weiß nicht, wer ihr seid, doch ihr seid ein Tod. Ihr seid dem Tod in. Ich sehe, Leute. Ihr seht dem Tod ins Auge. Das ist doch. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Nun denn. Ich bin alleine gegen die. Abspeichern. Wer weiß, wie stark die ist. Vor allem, die hat ein Laserschwert. Halleluja.
Ja, sauber, mit meinem Laserschwert kriege ich die. Leute, oh mein Gott, das wird... Oh, shit. Was soll der Scheiß? Oh, hey, die hätte mich gefickt. Sorry, die mein hätte mich gefickt. Ihr habt es zerstört. Gut ich erkannt. Ich gebe auf, Meister. Ich hatte es durch die Macht bereits gehört. Mein Leben für das eure. Einfach die drei da hinten. Ich brauche Diener, keine Leichen. Ihr schwört mir die Treue. Ich kann euch nichts entgegensetzen. Ihr seid mir überlegen. Genau wie ich es gespürt hatte. Dumm, tot. Nun denn, so sei es. Ich habe alles gesehen. Diese Frau, sie ist eine Miraluka. Ich dachte, die wären in diesem Teil der Galaxis längst ausgestorben. Was ist eine Miraluka? Wird sie sich erholen? Kann ich sie noch gebrauchen? Tja, einige ihrer Wunden sind ziemlich übel. Hätten wir doch sie hat wohl schon einiges mitgemacht. Aber ich denke, sie wird sich erholen, ja. Ich will nur, dass sie lange genug lebt, damit ich sie befragen kann. Da kommt wieder die Dienerin. Sie ist eine Bedrohung für uns. Sie ist nützlich. Ich habe noch nichts vor, sie zu töten. Ich verlange nicht, dass sie verhört oder verletzt wird, aber sie ist eine Sith und sie hat uns schon einmal angegriffen. Ja, okay. Mega geil. Und noch einen dunklen Punkt gekriegt. Hey, Leute. Leute, guckt euch das an. Wir sind langsam richtige Badass. Motherfucker. Okay. Oh, als nächstes geben wir jetzt unsere HK-Einheit noch das Teil, was wir haben. Ey, ich könnte schwören, ich hatte noch so ein Teil gehabt. Schade. Nee, jetzt wirklich. Haben wir eine Werkbank auf unserem... Ja, hier genau. Objekte ausrüsten. Lichtschwert. Ich habe noch ein grünes Laserschwert. Oha. Ich weiß nicht. Ah, das ist das Laserschwert von der Alten. In dieser Kristall ist in ihr gebunden. Seine Kraft spiegelt in einem... Ja, aber die gibt mir... Ja, keine Ahnung. Bei Treffer betäubt 25% die Chance für 6 Sekunden. Plus ein Schaden. Ja, Leute. Nein! Oh. Nochmal. Schadensbonus 1 bis 3 elektrisch. Dann machen wir kritisch. Und rot ist gute Farbe. Boah, Leute, wir haben echt noch ein zweites Laserschwert hier. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Yeah! Ich suche mal schnell eine Taste. Naja, okay. Sehr schön. Gut. Die haben wir besiegt. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sind weit gekommen. Wir sind fertig hier auf, ich muss gerade gucken, auf welchem Planeten wir hier sind. Auf Telos. Ne, wir sind, glaube ich, auf Onderon gewesen, nicht? Ne, auf... Dantooine? Ah, Leute, wir sind auf jeden Fall fertig hier. Ich werde das Let's Play jetzt hier an dieser Stelle abbrechen und dann sehen wir uns zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic wieder. Und bis dahin... Möchte... Oh, cool, die haben auch cool 12 Tasten. Aber gut, und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, Leute. Bam.